Ah, verflucht, okay. Zack, 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 und zack. Nein! Ah, shit. Okay. Uah. Irgendeine kriege ich auf jeden Fall. Alter, ey. Mann, ich bin ein bisschen ruhig, weil ich konzentriere mich ernsthaft. Alter, ey. Ja, super. Also da kann ich schon mal knicken, glaube ich. Wenn ich Glück habe, kriege ich Bronze. Saphir natürlich. Boah, ich krieg diesen Kacksprung nicht hin. Meine Fresse. Ja, ich... Das ist richtig scheiße, was ich hier treibe. Ich fahre das Ding eben zu Ende. Was ist es, wenn ich nämlich versuche zu boosten, dann klappt mein Boost nämlich nicht so genau, weil ich dann nämlich noch nebenbei versuche, diese Kackkisten einzusammeln. Ach, leck mich am Arsch. Fick die Henne. Fick die Henne. Nee, ich schaffe nicht mal das Gold. Gold war, glaube ich, 1,18. Oh, scheiße, ey. Ah, ist das schön. Ich krieg das wirklich nie hin. Boah, nicht hier bremsen. Mann. Fuck it. Und ihr seht es. Ich versuch Gold. Ne, ich versuche das jetzt einfach nur zu fahren. Also, scheiß auf die Abkürzung. Ja, aber vielleicht sollte ich doch mal Zeitkisten einsammeln. Alter, ich krieg hier nichts hin. Ich krieg hier nichts hin. Das geht mir jetzt schon wieder auf den Sack. Echt? Boah. Nee. Alter, fick dich nicht. Wow. Alter, was geht hier ab? Ah. Ja gut, ich habe die ganze Zeit, die ich jetzt wieder gut gemacht habe. An dieser Stelle schon direkt wieder verschwendet. Oh, jetzt aber. Und. Heppa! Nein! Wieso schaffe ich den Sprung denn nicht? Ich habe einen Boost. Ich verstehe das nicht. Ich könnte kotzen, meine Scheiße. Mein Gott! Merken wir den Unmut an, den ich habe. Oh, wow! Nein! Ach, fick dich, ihr doch echt, ey. Fick dich. Ich meine, okay, wenn man, also ich verstehe das schon, wenn man boostet, dass man dann ordentlich mehr Speed drauf hat, aber der Speed, der dann drauf, also quasi, ui, ja, jetzt schaffe ich den Scheiße, natürlich. Da passt auch noch eine Kiste. Ja, gut, vielleicht reicht das ja wenigstens für Gold. Haha, super, Dennis, echt. Jetzt, hör auf, fang an zu driften, Pissfresse. Ah, Mann, ich wollte gar nicht so stark abbremsen. Ah. Nein! Ah, ja, komm, ficken, ey. Das habe ich auch schon wieder verkackt. Das habe ich auch schon wieder verkackt. Dreck. Ich versuche einfach zu viel, weil ich irgendwo in meinem Herzen ist das Platin noch drin. Ach, komm! Warum fällst du denn da runter, ey? Was kannst du eigentlich, Kollege? So. Zack, zack, zack. Okay. Das schaffen wir halt nicht, keine Sorge. Oh mein Gott. Nein, ich hab's nicht gekriegt. Ich meine, einen habe ich sowieso irgendwo übersehen. Aber dennoch, ich gucke jetzt gerade auch überhaupt nicht auf die Zeit. Nein, ach, ficken.
Aber ich muss sagen, jetzt so vom reinen Fahren her, ist es auf jeden Fall besser als das, was ich da vorher gezeigt habe. Was aber, glaube ich, auch nicht sehr schwierig war. Oder ist, besser gesagt. Ach, ficken. Na. Zack. Die Duke. Ja! Ach, schauen wir doch einfach gleich mal, was ich da an Zeit rausbekommen werde. Ja, aber ich fahre hier gerade auch wieder scheiße ohne Ende. Das Schlimme ist, ne? Ausgezeichnet. Wenn man jetzt nochmal die Zeit hinzurechnet, ne? Die ich jetzt quasi verpasst habe an hier Kisten. Mindestens 4 Sekunden. Das ist ja sehr knapp geworden. Oh mein Gott, okay. Aber wir haben Gold, hey, verflucht. Immerhin. Scheiße. Jetzt die 10 Sekunden runter, dann wäre ich nur 5 Sekunden drüber. Plus halt, wie gesagt, die 4 Kisten, die ich verpasst habe. Oh! Das reizt mich eigentlich schon, ne? Aber nein, 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 nein. Das ist jetzt für mich nur das Zeichen, ich kann es schaffen. Ich kann es schaffen. Okay. Ja, das brauche ich jetzt nicht zu speichern. Das war jetzt für mich schon echt ein hartes Stück Arbeit, hier überhaupt Gold zu bekommen. Aber vom Fahren her, ich war echt noch nie so gut. Ich glaube, das Beste, was ich hatte, das war, glaube ich, 1,7. Da waren aber schon die 10 Sekunden abgezogen. Oh, Entschuldigung. Der wollte gerade was erzählen zu den Relikten. Das habe ich leider... Kann ich das nochmal hier... Huka-Tipps. Reliktzeitmodus. Achso, der hat nur gesagt, warte, du hast ein Relikt gefunden. Gut, machen wir dann erstmal die 10... Entschuldigung. 10K-Sache hier. Und da weiß ich sogar noch, glaube ich, wo die sind, ja. Bei einer CNK-Herausforderung sind die Buchstaben C, N und K auf der Strecke versteckt. Du musst alle Buchstaben einsammeln und als Erster ankommen, um eine farbige CNK-Marke zu gewinnen. Okay, alles klar. Ich finde das so geil, wie der guckt. So richtig so... Ja gut, komm. Und zwar müssen wir dann nämlich nochmal genau die gleichen Wege gehen, wie gerade eben auch. Sprich, direkt am Anfang rechts hoch, wenn ich mich nicht täusche. Und dann links oben auf diese kleine Rampe drauf. Und dann klappt er auch mit dem Nachbarn. Und der dritte ist nur zeitintensiv versteckt. Aber das habe ich nämlich am Anfang ein bisschen übersehen. Aber das habe ich auch beim ersten Mal geschafft. Also, wie gesagt, alles habe ich bis beim ersten Mal geschafft, abgesehen von den verfickten Relikten. Gehen wir kurz dahin. Zack. Hey! Okay. Ich habe ja nur 2 Runden Zeit. So ist das ja nicht, ne? So. Bitte? Ah, guck mal, das ist jetzt, glaube ich, diese Rakete, die auf den ersten geht. Es ist echt so ein anderes Fahrgefühl mit dem Tiny, ne? Also natürlich habe ich die Zeit-Changes auch hauptsächlich mit dem Tiny versucht. Was gar nicht geht. Also es geht schon, aber nicht, wenn der Dennis spielt. Wo ist das? Da ist das N. Oh, das war wunderschön gemacht. Muss ich mich auch mal selbst loben. Genau, hier ist nämlich das K. Kellogg Special K. So, okay, dann versuchen wir jetzt direkt nochmal mit dem anderen Scheißding. Hoia, hoia. Ja, okay. Sauber, okay, dann haben wir das schon mal geklärt. Müssen wir jetzt keinen Kopf mehr drüber machen. Habe ich gerade eigentlich kein Interesse, Cortex? Ja, komm, machen wir trotzdem. Einfach nur, weil wir es können. Einfach um die Gegner auch ein bisschen zu nerven. Das ist gerade so Multitasking für mich, ich muss so viele Knöpfe drücken. Die ganze Zeit Kreis zuspielen, damit ich möglichst viele Waffen kriege. Und dann echt auf den Keks gehen kann mit meinen Waffen. 10K habe ich voll, naja, alles klar. Aber also ich finde jetzt, so langsam wirkt das gar nicht. Also, gut, vielleicht, weil ich jetzt seit Mal kein Crash Team Racing mehr gespielt habe. Aber es geht eigentlich nur. Crash Team Racing ist natürlich richtig schnell. Aber vielleicht wirkt das hier auch so langsam, mehr oder weniger, weil die Strecken so breit sind. Das kann damit durchaus zusammenhängen. Das ist im Autofahren auch so, ne? Hui.
Rucksack. Fup, fiep, verfup. Und zack, zack. Nein! Lass mich Ruhe, lass mich Ruhe! Alter, das war knapp. So. Und das Ding nach Hause gefahren. Da ist das Ding! Ja, genau, der Polar, der Eisbär sehe ich da auch gerade. Achso, das ist sogar sehr schön nach den Teams farblich geteilt. Wundervoll. Wundervoll. Und ganz rechts ist das Enoxid. Ich glaube schon, ne? Ich glaube schon. Ah, schön. Das macht so viel Spaß, wenn es funktioniert, ne? Und ich sag mal, wenn ich jetzt schon die abgespeckte Version der Relikte mache, habe ich auch mehr Motivation, das zu tun. Weil die Motivation war bei mir echt im Keller. Ich habe mich mega mäßig auf das Spiel gefreut. Und dann kam halt sowas. Und der Polar schon wieder am Pennen. Alte Pupsnase. So. Oh, wie lüstern der gerade geguckt hat. Wegen, ich mache dir den Hof. Dennis. Ah, ist mal ein bisschen die Kehle benetzen hier mit Wasser. Hier ist der Ausschlag, der Tonausschlag, wenn ich jetzt nicht unbedingt bewusst spreche, recht leise. Ausgezeichnet. Du hast eine Marke gewonnen. Ja, super. Ich will damit was zu essen kaufen hier, oder was? So, dann müssen wir, das ist, glaube ich, das Bonus-Moped, wo wir da wieder auf Zeit irgendwelche Sachen einsammeln müssen. Ist gerade noch nicht so Lust drauf. Naja, ich will erstmal zur Inferno-Insel. Mir fehlt hier leider die kleine Minimap. Ich meine, so groß ist die Welt hier wirklich nicht, aber der Dennis kann sich da trotzdem verfahren. Inferno-Insel! Ja, und wie gesagt, also hier sind die 55 Sekunden richtig krass. Cortex. Weil ich glaube, der Typ, der das da gezeigt hat, der ist schon richtig gut gefahren. Der hat wirklich die ganze Zeit durchgedriftet. Hier und da okay. Hätte man noch ein bisschen was rausholen können. Aber ich glaube, der war eine Viertelsekunde unter diesen 55 Sekunden. Also es war schon sehr knapp. Und er ist schon echt verdammt gut gefahren. Also. Ja, und da ist schon nämlich direkt die erste Kacke da oben. Den muss man nämlich hin. Ja, komm mal direkt nochmal, ey. Scheiße. Ich glaube, Goldzeit ist hier, glaube ich, 1 Minute 15. So, gehen wir erstmal direkt hier hin. Zack, zack, zack. Nein! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wie habe ich das denn gemacht? Ich habe keine Ahnung, aber es ist auch egal. Zack, du, die. Ausgezeichnet. Paul van Dyk. Nein, Alter, fuck, jetzt habe ich die beiden verpasst. Der Anfang war echt nicht schlecht. Also langsam gewöhne ich mich auch so ein bisschen an das Driften. Es ist zwar eigentlich sehr ähnlich zu Crash Team Racing. Oh, fuck it. Na, hab ich schon wieder einen verpasst. Aber vielleicht wird er direkt Gold. Ich bin mir da jetzt nicht so ganz sicher. Alle Kisten kriege ich zwar nicht, aber. Okay. Ein bisschen Schwund ist ja immer. Aber wobei. Muss ich mir nur ein bisschen Zeit lassen? Nein! Fuck, da hatte ich nicht genug Speed drauf. Muss man also tatsächlich aus dem Fahren heraus direkt holen. Scheiße. Na, okay, ne. Damit Gold wird eng. Wird sehr eng. Wobei ich hier so gut wie gar keine Kisten mehr habe. Ui, nein! Fuck you. Ach. Gut, dann wisst ihr halt nichts mit Gold. Das Böse ist halt nur, wenn ich jetzt das Relikt bekomme, dann verlasse ich das Level und muss dann wieder neu rein. Was ich aber halt sehr geil an dem Spiel finde, ist, nochmal, ja bitte, und es sind einfach keine Ladezeiten da. Dafür liebe ich das Spiel. Das ist so benutzerfreundlich, ne? Ach, ficken. Nein! Schon wieder verpasst. Es kann nicht sein.
So, zack, zack, zack. Ja, fahr ruhig an allem vorbei, Dennis. Kein Problem. Kostet ja nichts. Zack, okay. Man muss ja auch wirklich strategisch agieren. Ausgezeichnet. Und sich merken, wo die Kacke ist. Okay, das war schon mal gut. Ich kann sagen, das war jetzt nicht so gut, aber es war noch im Rahmen. So schaffe ich das natürlich nicht. Fuck! Ah, Mann. Ich bin echt jetzt gerade viel motivierter als vorhin. Weil ich jetzt einfach besser fahre. Und nicht unbedingt versuche, die Scheiße zu holen. Ich glaube, man muss echt erstmal gut fahren können. Und dann kann man mal gucken, ob man die Zeitkisten einsammelt dabei. Ah, so ein bisschen das Abwasserring-Syndrom. Man möge sich noch erinnern, ne? Man hat ja so das ein oder andere Problemchen. Scheiße! Ah, dieser Move, ne? Ja, hervorragend, das hätten wir schon mal geklärt. Nein, ach egal, ich muss die 3 Sekunden haben. Ich brauche mehr Geld. Nein, da bin ich falsch abgesprungen. Nochmal. Aber es ist halt so schön kurzweilig, weil keine Ladezeiten sind. Das finde ich super. Auch nicht dieses Intro. Hervorragend. Genauso wollte ich es haben. Nein, das war scheiße. Das war echt kacke. Weil ich meine, irgendwo versuche ich es ja schon noch, ne? Es ist nur nicht mein Ziel, die Goldrelikte zu holen. Okay, oh Gott sei Dank habe ich ihn noch gekriegt, ey. Leck mich fett.